Heute habe ich mich mal an den Ortsausgang von Aura gewagt. Ich stehe auf einem Feld voller Bäume. Sie sehen vor mir einen Baum mit wunderschönen roten Äpfeln, die bereit zur Ernte sind. In diesen Tagen, in denen der Herbst begonnen hat und die Temperaturen auch spürbar kälter sind, feiern wir das Fest Erntedank. In diesem Jahr war Dankesagen schon häufiger Thema. Haben wir es zunächst für Berufsgruppen ausgesprochen, etwa für Ärzte, Krankenpfleger oder Mitarbeitern in einem Supermarkt zu Beginn dieser Krise, so wollen wir nun ganz besonders denen Danke sagen, die sich jedes Jahr für die Ernte und für den richtigen Umgang mit der Schöpfung einsetzen. Ich denke da an Landwirte, aber auch an Ehrenamtliche, die sich in Vereinen wie zum Beispiel dem Obst- und Gartenbauverein dafür einsetzen, dass Natur und Bäume gepflegt werden. In den nächsten Tagen und in den vergangenen Tagen haben wir in der Pfarreiengemeinschaft unsere Erstkommunion feiern. Die Kommunion ist das Sakrament der Eucharistie, also der Danksagung. Dadurch, dass wir Gott Danke sagen, nähern wir uns ihm im Herzen an und feiern mit ihm jeden Sonntag Gemeinschaft. Umso passender erscheint es doch, dass in unserer Pfarreiengemeinschaft gerade in den Tagen der Ernte auch die Tage der Erstkommunionen stattfinden. So denken wir heute besonders an die Kommunionkinder, die vor wenigen Tagen zum ersten Mal vor den Tisch des Herrn getreten sind und die das in wenigen Tagen tun werden. Und nehmen wir sie in unser Gebet mit auf. Danke sagen können wir in der kommenden Woche aber auch jemanden ganz Besonderem, unserem Gott. Danke für unser Leben. Danke für unsere Schöpfung und unsere Nahrung. Danke für unsere Mitmenschen und für die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Die Zeit um Erntedank, sie lädt uns auch ein, dankbar auf die einzelnen Tage zu blicken, die wir erleben. Neulich bekam ich dieses Büchlein von einer Freundin geschenkt. In das Buch kann ich konkrete Aspekte schreiben, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Insgesamt 5 pro Tag. Vielleicht haben auch Sie so ein Büchlein daheim oder Sie nehmen einfach einen Zettel Papier und Sie sind eingeladen, 5 Punkte, für die Sie heute dankbar sind, aufzuschreiben. Wenn wir das schriftlich fixieren, können wir auch immer wieder darauf zurückschauen, was da alles war. Und diese Gedanken und Erinnerungen, sie können uns Kraft und Zuversicht geben für die kommenden Tage und Monate.